Retro Gaming. It's Atari time. Atari. Atari 2600. Sag mal wieder, ich komme hier weg. Ja, das geht, glaube ich, so einigermaßen. Ne? Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Das ist eigentlich meiner Faulheit geschuldet. Denn ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen Videomaterial aufgenommen ohne Facecam dazu. Und ich habe mir gedacht, na, diesmal schmeiße ich mich einfach dann halt vor das Gameplay als Intro und nutze aber auch die Gelegenheit, um ein bisschen mal was zu erzählen. Und zwar zu einem Game, was jetzt hier gleich in Anschluss ja folgen wird, Gameplay. Und ja auch eigentlich das Hauptthema hat, was gibt's da noch für Hacks für den Atari 2600? Ja, und es geht hier heute um das Game Asteroids. Asteroids von Atari. Und ich wollte euch noch eine Kleinigkeit zu Asteroids erzählen, beziehungsweise ich habe da so ein bisschen mal recherchiert. Hättet ihr gewusst, dass es Asteroids wahrscheinlich, oder nochmal anders, hättet ihr euch vorstellen können, dass es Asteroids vielleicht nie gegeben hätte? Asteroids kommt ja aus der Arcade-Halle und zwar kam es 1979 raus, war aber eigentlich gar nicht erst so geplant. Denn ursprünglich wollte man ein ganz anderes Spiel rausbringen namens Lunar Lander. Lunar Lander kennt ihr vielleicht. Und zwar geht es darum, dass eine Raumkapsel abgesetzt wird über einer Planetenoberfläche. Und auf dieser Planetenoberfläche existiert Schwerkraft. Und gegen diese Schwerkraft muss man gegensteuern und dann muss man durch irgendwelche, wie soll man sagen, Tunnel und so weiter sein Raumschiff mit Schubkraft steuern und dann irgendwo auf einer Plattform landen. Und das Besondere an diesem Arcade-Automaten war, dass es, Schnitt. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt fällt mir dieses verfickte Wort nicht ein. Ja. So, nochmal. Das Besondere an dieser Arcade-Geschichte, an diesem Cabinet war, dass es Vektorgrafik beinhalten sollte. Also so wie ihr es zum Beispiel von der Vectrex-Konsole kennt. Und ich lese euch mal einen kleinen Auszug vor. Es gab nämlich dann einen Programmierer, der zeitgleich dieses Konzept für Asteroids ja im Kopf hatte. Und hier steht noch, während Lunar Lander programmiert wurde, hatte der zu diesem Zeitpunkt 29-jährige Lyle Rains, damaliger Vice President of Engineering der Coin-Up Division, die Idee zu Asteroids. Man sollte mit einem Raumschiff auf im All umherziehende Asteroiden schießen, die daraufhin immer kleiner werden, bis das Areal schließlich gänzlich von ihnen befreit ist. Ein sich zu dieser Zeit in der Entwicklung befindliches, permanent in Rains Kopf herumspukendes Spiel namens Cosmos, möglicherweise identisch mit dem Asteroid Space War, Spiel für das Cosmos Tabletop, das in anderer Form bereits 1976 als unveröffentlichtes Coin-Op-Raster-Scans-Spiel Planet Grab, alias Invasion, erdacht worden war, hatte ihn zu dieser weiterführenden Idee inspiriert. Warum wollte man überhaupt Vektorgrafik? Liegt an Taito's Space Invaders. Die Japaner haben mit Space Invaders einen riesen Erfolg gelandet. Ich bin auch heute noch großer Space Invaders Fan. Und da ist natürlich Atari irgendwo ins Hintertreffen gelandet. Und die wollten natürlich wieder die Machtposition in Sachen Arcade Games und Arcade Halle. Und sind dann auf die Vektorgrafik gekommen. Man hatte übrigens schon Cabinets, also diese Arcade-Automaten-Hüllen, sag ich mal, die Cabinets, erstellt für das Spiel Lunar Lander, hat aber die Lunar Lander Mainboards da gar nicht mehr eingebaut, sondern Asteroids-Boards und hat das Ganze dann umgemodelt in Asteroids-Automaten. Und weiter geht's dann also.
Asteroids nutzte die gleiche Steuerung wie schon Steve Russells Space War. Knöpfe für Rotate Left, Rotate Right, Thrust Rockets, Fire und Hyperspace. Ein Joystick suchte man vergeblich. Die angreifenden UFOs wurden nach den Knetfiguren einer beliebten NBC-Comedy-Show aus dem US-Fernsehen benannt und erhielten die Namen Mr. Bill und Sluggo. Asteroids wurde im November 1979 veröffentlicht und aufgrund seines unerwarteten Riesenerfolgs bis März 1981 produziert, obwohl es bei seiner erstmaligen öffentlichen Präsentation auf der 1979er Automatenmesse zunächst nicht besonders gut angenommen worden war, wurden insgesamt 57.000 Einheiten hergestellt. Allein die Asteroids Verkaufserlöse beliefen sich auf 150 Millionen Dollar. Überdies warfen die Spieler täglich 10 Millionen 25 Cent Stücke in die Asteroids Automaten, was Atari einen weiteren Gewinn von 500 Millionen Dollar bescherte. Die Aufsteller waren sogar gezwungen, extra große Münzauffangbehälter in den Gehäusen zu installieren, da die alten Cashboxes die Unmengen an Quarters nicht mehr bewerkstelligen konnten. Asteroids wurde so zum erfolgreichsten Atari-Coin-Up aller Zeiten und katapultierte Atari auf Platz 1 der Automatenhersteller zurück. So ist es denen also gelungen, wieder die Machtposition zu erhalten. Ja, woher habe ich diese Information? Ein bisschen Schleichwerbung. Wenn ihr was über Ataris Automaten wissen wollt und über die Geschichte und die Werdegänge, dann kann ich euch allerwärmstens dieses Buch hier ans Herz legen. Coin-Op Atari Spielautomaten. Da steht das und noch vieles mehr drin. Ja, ich habe das für mich selbst gekauft. Ich habe das also nicht von irgendwo zugekommen. Und ich will keine Schleichwerbung in dem Sinne machen, aber für Atari-Fans, ne, wer tiefer in die Materie reingehen will, der sollte sich das hier unbedingt zulegen. Ich kann es nur allerwärmstens empfehlen. Und gerade zu Asteroid steht da eben ziemlich viel drin. Ich muss sagen, das ist echt spannend. Ja, was ich auch immer sehr geil finde bei Asteroids oder generell bei Atari Games, ist das Cover Artwork. Ne? Hier sieht man es halt auf dem Modul, kommt es vielleicht nicht ganz so gut rüber. Besser kommt das rüber gleich, wenn ich es euch irgendwie hier mal zeigen kann. Ich habe hier nämlich ein sehr schönes Buch, welches dieses Thema auch behandelt. Ich muss mal eben gerade hier gucken. So. Jawohl. Und da seht ihr nochmal das Cover Artwork für die Atari 2600 Version hat Chris Kenyon entwickelt. So sieht das Artwork aus und ich finde dieses Bild einfach schon hammermäßig. Ich blende das gleich auch nochmal so als Foto ein. Nebendran seht ihr übrigens Concept Art Zeichnungen für die Atari 5200 Version. Und diese 5200-Version des Games wurde zwar kreiert, aber wurde niemals veröffentlicht. Ja, because of challenges in adapting to the system's analog stick und so weiter. Und hier seht ihr auch nochmal das Cover der 7800-Version. Ich hoffe, da kann man hier einigermaßen sehen. Und dieses Buch ist wirklich der Oberhammer. Ja? So. Dass dieses Foto jeweils findet ihr hier. Art of Atari von Tim Lapetino. Da geht es nicht nur um die Artworks selber, sondern auch um die Künstler hinter den Artworks und wie die entstanden sind und wie so die Gedankengänge waren. Und ein absolut hammergeiles Nachschlagewerk mit Fotos und Konzeptzeichnungen, wie ich sie noch nie vorher in meinem Leben gesehen habe. Zwei richtig geile Bücher. Hier nebendran, zwischendrin habt ihr sicher auch nochmal Gameplay eingeblendet gesehen von der Arcade-Version, der Ur-Version, wie sie eben in dieser Vektorgrafik ja stattgefunden hat. Das war mal so ein kleines bisschen zu Asteroids von der Arcade-Version zur 2600-Version. Die kam raus 1981. Jetzt muss ich nochmal hier eben kurz schummeln. Wie gut, dass es Infos gibt. Dort wurde es produziert und entwickelt von Brad Stewart und natürlich released von Atari, denn na klar, nach dem großen Automatenerfolg war logisch, dass man das Ganze dann auch nach Hause in die Wohnzimmer bringen wollte. Da sich da die Vektorgrafik natürlich nicht umsetzen ließ, hat man halt hier diese gefüllten Blöcke, die rumfliegen. Aber ich sag mal, das Original-Gameplay, so wie es gedacht ist, finde ich, ist super auf den Stick umgesetzt und lässt sich wirklich gut steuern und macht wirklich richtig Laune.
wie ich eben auch im anschließenden Video dann wieder mal feststellen konnte. Der Boxtext, ich habe die Box leider nicht im Original, also ich habe nur das lose Modul, aber hinten auf der Rückseite der Box steht übrigens Folgendes: Ihr Raumschiff ist in einen tödlichen Asteroidenstreifen geraten. Vernichten Sie die fliegenden Gesteine, bevor Ihr Raumschiff von Ihnen vernichtet wird, und nehmen Sie sich dabei vor feindlichen Raumfahrzeugen in Acht. In 66 Spielen können Sie Ihre Weltraumerfahrungen unter Beweis stellen. Und das versuche ich also anschließend. Und da seht ihr also zuerst mal die Originalversion von Asteroids. Da gibt es nichts weiter zuzufügen. Es ist einfach ein geiler Klassiker auf dem Atari 2600 und war auch eins meiner ersten Atari-Games. Und im Anschluss zeige ich euch mal ein paar Hacks, die diesmal... Wieso diesmal? Weil ich habe noch ein anderes Game aufgenommen. Zum Teil sind's reine Grafik-Hacks dann in dem Moment. Die Soundgeräusche wurden überall eigentlich beibehalten. Man hat aber an den Sprites so ein bisschen was verändert. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, und ich dachte mir, so bin ich dann trotzdem mal noch zu sehen im Video. Es wird halt demnächst auch öfter mal so sein, dass ich nicht zu sehen bin, wie bei einigen anderen YouTubern auch. Nimm's mir nicht krumm, das liegt dann einfach so ein bisschen an meiner Faulheit, die ich in letzter Zeit habe. Ich habe auch in letzter Zeit gar nicht so viel Zeit, immer Videos zu machen, aber ich möchte trotzdem für euch am Ball bleiben auf meinem YouTube-Kanal, euch trotzdem füttern mit netter Videogame-Unterhaltung vor allem, denn normalerweise bin ich ja jetzt nicht der Infotainer, der hier irgendwie alles raussucht, so wie das jetzt hier mal der Fall ist. Ihr dürft mir natürlich gerne mal schreiben, wie euch das jetzt hier gefallen hat. Ob ich jetzt zukünftig da Infos zusammentragen soll, aber es bedeutet für mich auch deutlich mehr Arbeit, und ich sag mal, einen Großteil der Infos habe ich aus Wikipedia, beziehungsweise hier hat mir jetzt das Buch weitergeholfen, aber dieses Buch deckt natürlich nicht alle, oder diese Bücher decken natürlich nicht alle Atari 2600 Games ab. Da gibt es einfach zu viele. Wo ich was finde, kann ich das natürlich auch mal machen. Ne? Aber es wird dann öfter auch mal so sein, dass da kein Intro groß davor ist und ihr einfach dann nur das Gameplay seht. Je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video im Anschluss. Macht's gut, bis zum nächsten Video, ihr Leute. Euer Tomaniac. So. Das ist der Titlescreen zu Asteroids auf dem Atari 2600, 1981 von Brad Stewart für Atari programmiert. Eins der frühen Atari-Games, wie schon erwähnt, ein absoluter Klassiker aus der Spielhalle, jetzt gebracht, nach Hause gebracht in die Wohnzimmer. Und war tatsächlich auch eins meiner ersten Games auf dem Atari 2600. Und das ist jetzt erstmal hier die Hauptversion, und dann, wie gesagt, gucke ich mir mal noch die zwei weiteren Hacks zu diesem Game an, die ich gefunden habe. Falls es noch mehr geben sollte, die ich noch nicht kenne, dann dürft ihr mir gerne mal das posten in die Beschreibung. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal Level 1 für einen Spieler, und da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Und drücken wir mal hier auf Los! Die berühmt-berüchtigte Bassline wie aus Der Weiße Hai. Die wird auch irgendwann immer schneller. Achso, was ich hier noch kurz einstellen wollte, ist, wenn ich es nicht noch gemacht habe, den Difficulty-Schalter auf. Den linken Difficulty-Schalter auf A stellen. Nicht aufgepasst. A wie nicht aufgepasst. So. Weil das macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Da kommt nämlich dann zwischendurch noch ein UFO. Alle 5000 Punkte gibt es übrigens ein Extra-Leben. Und ihr seht meine Taktik. Ich frage mich, wer von euch das genauso spielt wie ich, dass er eigentlich sein Raumschiff so gut wie nie aus dem Zentrum raus bewegt, sondern halt da so drin bleibt und rundum immer alles wegbratzt und sich nur dann rausbewegt, wenn es unbedingt nötig ist. Dieser Modus hier, Modus 1, ist übrigens der, wenn man den Hebel nach hinten zieht, dann wird man teleportiert und taucht irgendwo anders im Spielfeld wieder auf. Das kann Fluch oder Segen sein, je nachdem. Wenn man keinen anderen Ausweg sieht, wird man diese Chance wahrscheinlich nutzen. Könnte aber auch sein, dass einen der Teleporter direkt vor den Felsen wirft und man dann abgelost hat. Ich werde gleich, wenn ich hier mal so durch bin,
Da war es das Extra-Leben. 5000 Punkte sind durch. Dann werde ich vielleicht mal noch ein, zwei weitere Modi durchtesten. Die unterscheiden sich, glaube ich, im Wesentlichen dadurch, dass andere Eigenschaften passieren, wenn man den Stick zu sich ranzieht. Weil dann wird man ja jetzt hier im Moment teleportiert. Ich weiß, dass es auch einen Modus gibt, wo man dann irgendwie, glaube ich, kurz unverwundbar ist und die Felsen können durch einen durchfliegen. Beziehungsweise es gibt noch ein Schutzschild, von dem weiß ich. Aber die ganzen anderen Modi, wie gesagt, es gibt irgendwie über 60, ich glaube sogar 99. Davon ist ein größerer Teil dann hinten noch zwei Spieler. Na, da hat mich das andere erwischt. Ich nenne das ganz gerne das Telefon-UFO, weil es hat einfach genau diesen Telefonsound. Wie damals so die älteren Telefone. Ja, Asteroids. Geht irgendwie immer. Und lässt sich auch hier wieder super steuern. Ich spiele das jetzt das erste Mal seit Jahren wieder und muss sagen, macht schon wieder direkt Spaß. Also das letzte Mal ist das her, da habe ich mal eine lange Atari 2600 Zocknight gemacht. Da habe ich mich einfach mal hingesetzt so und habe eine Nacht lang diverse Atari-Games aufgenommen. 2600. Und damals hatte ich noch keine Facecam und so und habe dann das Bild vom Fernseher abgefilmt und solche Sachen. Gut, jetzt bin ich ja auch nicht zu sehen. Aber eben den Grund dafür habe ich euch im Intro dann ja schon genannt. Ich muss halt dann wirklich auch... ich muss einfach Bock dazu haben, das alles dann aufzubauen und so. Ja, finde ich, ist das ja auch noch ganz interessant. Es gibt so viele YouTuber, die Videos machen, wo sie nicht zu sehen sind. Und die werden trotzdem gerne geschaut. Und ich bin ja nicht ganz weg von der Bildfläche. Also von dem her, ich bin ja immer mal noch zu sehen. Wie schon gesagt, auch bei den Hauptformaten, CD-ROM-Treiber, Floppy Discovery und so. Oder alle Pile of Shame-Videos und Ember Moon. Und da haben wir schon 15.000 Punkte gemacht. Ja, so geht's weiter. So kann das weitergehen hier. Ja, und ich würde doch sagen, mit dem nächsten Lebenverlust switche ich einfach mal... Oh, das kam schneller als gedacht. Ah, ich wollte doch noch einmal zeigen, was passiert, wenn man sich teleportiert. Jetzt wie in diesem Modus. Hebel nach unten, also zu sich ran. Gut. Und dann tauche ich irgendwo... Jetzt tauche ich da oben auf. Mit Hebel Stick nach oben, also von sich weg, gibt man übrigens Schub. Falls ihr noch nie Asteroids gespielt haben solltet. Schub. Man kann nicht bremsen. Man muss also, wenn man bremsen will, muss man eine 180-Grad-Drehung machen. Und dann genau gegensteuern. Nur so kann man abbremsen. Das war aber knapp. Okay. Dann komm, das letzte Leben können wir jetzt auch noch verbraten. Man kann natürlich auch spaßeshalber mal einfach Gas geben und draufballern und gucken, wie weit man kommt mit dem Modus. Gib mal Gas. Oh, scheiße. Zu spät. Naja, gut. Gib mal kein Gas. So, in dieser kleinen Runde hier 18.770 mal eben aus dem Handgelenk geschüttelt. Mit der Methode bleib immer im Zentrum und dreh dich halt und schieß alles weg, was dann kommt und teleportier dich nur im Notfall. Jetzt gehen wir mal einfach mal ein paar Modi weiter. Ich weiß nicht, was die jetzt im Einzelnen bedeuten. Ich habe es gerade nicht vor mir. Wir können ja mal Game Nummer 5 nehmen. Mal gucken, was das von Game Nummer 1 unterscheidet. Steht die Difficulty denn noch auf? So. Gut. Was ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwann so ist, dass die Asteroiden schneller sind. Das wäre durchaus auch noch eine Möglichkeit. Was passiert denn hier, wenn ich den Stick nach hinten ziehe? Aha. Immer noch der Teleport-Modus. Was unterscheidet dann diesen Modus von den anderen? Von Modus Nummer 1. Sind die Felsen hier schneller? Ich habe es jetzt gerade nicht so in Erinnerung. Ui. Ich muss da erstmal irgendwie weg. Irgendwie war ich zu träge mit dem Schub. Gut, nach Lebensverlust startet man wieder exakt im Zentrum. Ja, Asteroids ist immer für eine Runde gut. Kann man nicht anders sagen.
Ja, gut. Dann würde ich doch sagen, ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Nehmen wir mal Modus Nummer 10. Gucken wir da mal kurz rein. Was passiert bei Hebel nach hinten? Ah, Schutzschild. Und der hält tatsächlich, solange man den Hebel nach hinten zieht. Wir können es jetzt mal natürlich drauf ankommen lassen und gucken, was passiert, wenn jetzt einer genau auf mich zufliegt. Jetzt fliegt natürlich keiner genau auf mich zu, ist ja logisch. Da. Aha, solange ich den Hebel nach hinten gezogen halte. Oh, das finde ich aber ein cooler Modus. Den finde ich besser als den Teleport-Modus. Bin ich auch gegen UFO? Ja, nee, also das UFO kann mich trotzdem erwischen. Ich kann also nur Felsen ausweichen. Aber Schutzschild gefällt mir besser. Oh, okay, hier geht doch schon ein bisschen mehr ab. Gut, weiter geht's. Wir nehmen mal Modus Nummer 20. Schauen wir mal, was da los ist. Okay, los geht's. Was passiert bei Hebel nach hinten? Oh, aha, da macht man direkt eine 180-Grad-Drehung. Ist das ein brauchbarer Modus? Ich weiß es nicht. Switch. So kann man natürlich sehr schön schnell hin und her switchen. Kann hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn jetzt so ein Felsen von hinten kommt, dann machst du einfach zack. Oder ein UFO. Na, mein Schuss ist so kurz. Ja, das ist ja toll. Das UFO kann weiter schießen als ich. Okay, dann gehen wir mal weiter. Nehmen wir mal Modus 25. Was geht hier? Da passiert nach hinten gar nichts. Okay. Aha. Also da hat man keine Rückzugsmöglichkeiten, keinen Teleport und nichts. Da passiert einfach nichts. Das macht die Sache natürlich schwerer, weil man dann ja wirklich hier auch sich her und weg bewegen muss, wenn man auf Kollisionskurs ist. Interessant. Modus Nummer 30. Ich bin ja neugierig. Hebel nach hinten. Passiert auch nichts. Was unterscheidet denn den jetzt hier 5 Level weiter von dem anderen? Könnte sein... Fliegen die dann etwa in einer etwas komischeren Bahn, die Asteroiden, wenn man die splittet? Ich meine, dass die kleineren Felsen schneller sind als die großen, war aber, glaube ich, im Modus 1 auch schon so. Würde ich jetzt sagen. Naja gut, weiter geht's. Ah, guck mal, ab da ist 2 Spieler. Und die sind aber, glaube ich, die sind nacheinander. 60... Es gibt mehr Zwei-Spieler-Modus als Ein-Spieler-Modus-Games. Okay, das war das Original Asteroids. Und jetzt switchen wir mal rüber zur ersten Homebrew-Hack-Version. Das sind einfach, im Grunde sind es, glaube ich, nur Grafik-Hacks, aber wir gucken da mal rein, würde ich doch sagen. So, da sind wir drin. Das Game, dieser Hack nennt sich Asteroids 2 und ist von Manfred Kruse, glaube ich, entwickelt worden. Das Erscheinungsjahr ist mir allerdings nicht bekannt. Und ja, es soll so aussehen wie die Vektorversion von Asteroids Original. Und ich lasse hier mal diese Difficulty-Modi auch so genauso eingestellt wie beim letzten Mal bei der Originalvariante. Und ich würde sagen, wir schauen uns das hier mal an. Starten hier mit Level 1 für einen Spieler. Wollen wir mal gucken, ne, was wir da haben. Der Sound ist der gleiche. Aber ich habe das Gefühl, dass die Dinger hier sind viel schneller. Uiuiuiui. Ist hier nach hinten auch Teleport? Ja. Oh, oh, oh. Das ist einiges flotter als das Original. Uiuiuiui. Das geht aber hier ab, doch. Also dieser Vektor-Grafik-Look ist nice, der gefällt mir. Da hat sich jemand was überlegt. Ansonsten ist es ja nicht wirklich ein Unterschied, ne? Man hat es halt irgendwie geschafft, die Umrandungen hinzukriegen und in der Mitte die Lücken zu haben, sodass es der Arcade-Variante ein bisschen näher kommt in dem Moment. Also es ist deutlich flotter. So, komm, dann nehme ich auch mal einen anderen Modus.
frage mich, ob es hier genauso viele Spielmodi gibt wie beim Original. Nehmen wir jetzt mal hier Level 7. Was ist bei hier denn nach hinten? Immer noch Teleport. Aua. Okay, weiter. Level 10. Hebel nach hinten. Schild. Gut. Also interessant ist, dass das hier doch ziemlich schnell ist. Was ist mit dem? Was gefällt mir? Das sieht irgendwie noch ganz nice aus auf dem Fernseher, muss ich sagen. Und das läuft echt ganz schön flott. Könntest ja mal den Spaß machen, so wie ich das früher schon mal gerne gemacht habe. Ich habe einfach Gas gegeben und draufgehalten und mal geguckt, wie weit ich gekommen bin. Das habe ich manchmal einfach so just Spaß. Oh, kann auch hier funktionieren. Mal gucken, wie weit man mit der Methode jetzt kommt. Wow. Ey, spaßig. Das ist natürlich jetzt eine Menge Glück im Spiel. Boom, da hat es mich zerlegt. Okay. Ja, dann nehmen wir mal Level 15. Aua. Ist das auch noch Schild? Test, Test. Ja, ist auch noch Schild. Aber ich frage mich jetzt wirklich ernsthaft, was ist der Unterschied zwischen Level 10 und 15? If there is any. Also ich sehe im Moment keinen Unterschied. Ja gut, ja gut. Kommen sie. 20. Hebel nach hinten. Switch, switch. Okay. Level 25. Gar nichts. Level 3. Level 29. Ich glaube 30 war schon zwei Spieler. Passiert auch nichts. Okay. So sieht also das Game aus, welches sich Asteroid 2 nennt. Und dann habe ich noch eine dritte Variante gefunden, die also, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Grafikset hat. Und das schauen wir uns als letztes Mal an, würde ich sagen. War Level 30? Ah, 30 ist auch noch einer. Okay. Ja, passiert aber auch nichts, wenn man den Hebel nach hinten zieht. Gut, das wollte ich nur wissen. Jetzt haben wir diese Version auch gesehen. Jetzt gucken wir uns mal noch die dritte Version an, die ich gefunden habe. Wie gesagt, sollte es da noch andere Abwandlungen von Asteroids geben, gerne her damit. Asteroids ist so oder so ein geiles Game. So, 2002 kam ein weiterer Grafik-Hack raus. Esther Hawk heißt das Ganze. Und tja, sieht so aus. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier der Unterschied ist. So wie es aussieht, sind das wirklich alles nur Grafik-Hacks. Aber dann gucken wir uns die Version hier doch auch mal an. Die Sounds sind sogar die gleichen. Ich frage mich nur gerade, was hier der Unterschied ist. Außer, dass die Felsen anders aussehen. Die sind nämlich, ja, rautenförmig. Auch hier Hebel nach hinten. Macht einen Teleport. Die Geräusche sind genau die gleichen. Ich stelle jetzt hier auch mal die Difficulty auf A und den anderen auch mal. Gucken, was dann passiert. Jetzt mal beide Difficulty-Schalter auf A gestellt. Ich denke mal, die Spielbarkeit ist exakt die gleiche wie bei den anderen Versionen auch. Gut, die UFOs sehen jetzt auch ganz anders aus. Ja, die Felsen sehen ja auch anders aus. Okay. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Und das sind jetzt mal wirklich so die drei Versionen, die ich von Asteroids gefunden habe. Also natürlich die Originalvariante, dann eben das als Asteroids 2 betitelte und dieses Esther Hawk. Und ich würde sagen, damit beende ich dieses Video hier auch. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir das Ausprobieren der einzelnen Versionen, auch das Kennenlernen der Versionen. Ich muss sagen, da haben wir nochmal ein extra Live. Das Asteroids 2 hat mir ganz gut gefallen. Das Original ist natürlich einfach das Original, ne? Das aus meiner Kindheit, was ich gezockt habe bis zum Erbrechen. Welche Version gefällt euch denn am besten? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ansonsten
So, ist es jetzt hier auch erstmal gut. Ja, danke ich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt, zock mal wieder Miptomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir ein Like da, abonniert fleißig den Kanal. Das würde mich ungemein freuen. Also, ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, jetzt war ich doch eigentlich schon raus. Aber beim Durchzappen durch die verschiedenen Games und Hacks habe ich tatsächlich doch noch was gefunden, nämlich Water War, also eine Asteroids-Variante mal ganz anders. Die spielt hier unter Wasser und so wie es aussieht, muss man hier fette Kraken abschießen. Da spiele ich doch glatt mal ein kleines Ründchen. Auch hier setze ich mal die Difficulty auf A. Wollen wir mal gucken, kommen dann irgendwelche ja, schießenden Kraken auch? Wollen wir mal schauen. Zumindest hat man immer noch das Raumschiff nicht verändert. Und wenn man die Kraken hier abschießt, sollen das winzige dann Seepferdchen darstellen? Ja, das sind auf jeden Fall aus den Kraken werden irgendwelche Fische. Und aus den Fischen werden anscheinend sowas wie Seepferdchen. Ich kann mich hier wegtälen. Jawohl, das geht immer noch. Ich frage mich... Aha. Da sind also anscheinend Krabben, die schießen können unter Wasser. Das ist jetzt mal insofern noch ganz lustig, weil wir hier wirklich ein ganz anderes Grafikset haben. Und ich dachte mir, das muss auf jeden Fall hier noch mit reinhängen. Das wollte ich euch jetzt hier nicht vorenthalten. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie gesagt, bin zufällig drauf gestoßen, als ich auf der Suche war nach Hacks zu anderen Games, die dann noch folgen werden. Aber jetzt bin ich endgültig raus. Ciao, bis denn, ihr Lieben. Macht's gut. Euer Tomaniac.